Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit dem Replay eingeschickt von dem lustigen Nick, Psychopath mit Bart, und dem Centurion Action X. Ja, warum den Centurion? Ich hatte einen Wunsch von einem von euch, dass er gesagt hat, ach, zeigt doch nochmal bitte den Panzer, den würde ich gern sehen. Und ihr wisst ja, euer Wunsch ist mir Befehl, dementsprechend auch nochmal hier diesen neuen eingeführten Briten. Der, wie ich finde, wirklich schon cool aussieht. Also ich mag die Optik von dem Panzer sehr gerne. Also kann man schon lassen, würde ich mal sagen. Wie er so dahin fährt. Hier, ja. Schnicke, schnicke. So, jetzt nimmt er sich die Mitte vor. Will entweder direkt nach oben drücken oder will nur das bisschen beschießen, was da kommt. Der erste SP1C hat schon einen gefasst. T54 noch da. Bekommt auch nochmal einen Hit. Jetzt fährt er aber nicht weiter vor. Naja, doch. Jetzt muss er aufpassen von dem SP. Auto-Aim auf den. Den nimmt er raus. T54 Lightweight. Den jagt er jetzt. Der schießt nur gerade gar nicht. Wo hat er den jetzt hingeschossen? Naja, also der T54 hat hier... Jetzt tanzen sie. Hat hier die ganz schlechten Karten. Oh, da wird er gekillstealt vom Objekt 430. Ja, das ist ja nervig. Na gut. Aber trotzdem schon 1821 Schaden gemacht. Und die Runde ist noch nicht wirklich alt. Also, von dem her lief es bisher ganz gut. Jagdpanzer ist natürlich ein Panzerungsmonster. Den mal schnell so zu knacken ist nicht so einfach. Aber jetzt hat er das ganze Kloster für sich, kann also dementsprechend hier schön agieren, darüber schießen, wenn der Gegner hochdrückt. Das klappt perfekt. So, jetzt ist da zwar gerade keiner, der mir schießt. Ach, da kommt doch wieder der Panther, denkt sich. Hab erst einen, den zweiten hole ich mir auch noch ab. Und den dritten kriegt er auch. Ja, der Panther, der ist ja... eine sogenannte Damage-Pinata. So. Jetzt kann sein Team hier auch mal weiter drücken. Vielleicht kann er jetzt sogar den E5 noch eine geben. Der fährt nämlich auch nämlich gerade zurück. Das schaut... naja, noch nicht. Blindshot mal in den Busch. Wo zuletzt der VK und der Panther waren. Vielleicht geht der ja noch mal gut. So, jetzt kommt der 110 E5 Nein, immer noch nicht zurück. Komm, jetzt fahr doch zurück. Naja, gut, der VK. Der ist jetzt wirklich final weg. Den kriegt er nicht mehr aufs Korn. Und jetzt hat er da unten einen Centurion. Gleich links von sich. Da ist er schon. Ah, hat sich aber schon zurückgezogen. Dementsprechend keinen Hit drauf geben können. Der Gegner kommt jetzt von hinten wieder an sein Team ran. Muss da aufpassen. Er geht natürlich bei fast jedem Schuss auch immer auf. So, der T-34 hat jetzt auch schon direkt 717 Hitpoints eingebüßt. Aber man sieht mal, wie dominant eine gewisse Stellung sein kann, sofern sie dann gut ausgenutzt wird. Und er nutzt hier das Kloster sehr stark für sich aus. Hat natürlich auch das schöne Glück, dass der Gegner da drüben immer so gut beschießbar ist. Jetzt der Jagdtiger auch gut offen. Da kommt er sehr schön drauf. Vielleicht noch einmal ein Blindshot. Ja, sogar ein Wirkungstreffer. So, jetzt durch den Helm wird es ein bisschen schwieriger. Aber auch sein Team hat jetzt die 1er-2er-Linie für sich sichern können, obwohl es kurzzeitig schwieriger ausgesehen hat. Mit dieser schieren Übermacht, aber ging dann sehr gut. IS-3 kommt da sehr schwierig drauf, hat er auch gleich realisiert und aimt jetzt da Richtung 8er-9er-Linie. Da ist ein M103 mit einem schwächeren Turm gegen drei Jungs und Mädels. Da muss er aufpassen. Jagdtiger ist aber mal wieder offen. Vielleicht nochmal einen kleinen feinen Hit. Ne, diesmal nicht. Centurion Action X hält nach wie vor die Mitte von denen. So, jetzt drücken sie die 8er, 9er Linie wohl durch. Ah,
Aber Wahnsinn, 4000 Schaden und erst ein Kill. Also mit den Kills hat er es nicht so. So, da ist er jetzt, der Centurion. Diesmal war er nicht so am Runterfahren, dass er davon einen Vorteil gehabt hätte, sondern ganz im Gegenteil, da hat er noch schnell einen reinbekommen. So, jetzt ist da die Linie fast durch, aber da hinten gibt es noch eine Torte, die da gleich die Linie abdeckt. Da hinten noch ein Oho. Oh, das ist natürlich ein schönes Ziel. Da muss er nur noch drauf kommen. Oho fährt schon zurück. Ja, er kommt gerade so nicht drauf. Schade. Aber da vielleicht den Zentur. Ja, der Zenturier. Schöne Geschwindigkeit der Projektile. Die fliegen natürlich super rüber. Zenturien ist jetzt mal down. So, und da der. Ja, sehr fein. Macht den AMX-30 weg, bekommt leider vom Objekt 704 ein 824er Hit und das macht ihm auch sein Munitionslager kaputt. Da muss er direkt reparieren, weil sonst unschön. Jetzt kommt aber gut auf dem Oho drauf. Gegner hat noch 3 TDs. Ist so ein unschöner Moment, wenn man das realisiert. Na, jetzt muss er erstmal warten. Jetzt kommt da der Jagdpanzer I-100 da noch durchs Bild. Er ist da jetzt sitzt. Jetzt dreht er schön rein. Ja, jetzt hat er ihn, glaube ich, sogar ketten können. Gerade nicht ganz gesehen, aber es hat so ausgesehen, als ob. Kriegt nur leider ihn nicht nochmal auf. Weil das wäre natürlich jetzt wichtig, da den nochmal aufzuhaben. IS-7 pinkt auch rüber. Aber die 3 TDs, die bunkern da jetzt so ein bisschen da hinten. IS-7 wünscht sich einen Spot. Torte kommt jetzt auch langsam an. Da der Oho wieder. Bekommt erstmal den Hit von der Torte und danach direkt vom IS-7 nach. Ja, da sieht man mal, wenn man aufgeht, kann schnell wehtun. So, jetzt noch 3 TDs. Und man muss halt leider sagen, 607 HP ist eigentlich ein schönes HP-Polster normal. Aber in Anbetracht dessen, was er dann Gegner hat, machen halt alle ihn One-Shot weg. Also ist nicht so gleich, so leicht, muss man mal sagen. Ja, der IS-7 pinkt mal wieder kräftig. Der war auch übrigens sehr kreativ bei seinem Nick. 0207 1967, also ich weiß nicht, wann der Geburtstag hat. Ich komme einfach nicht drauf. So, jetzt hier aber. Ah, schwieriger Winkel, da den so zu platzieren, dass er auch dementsprechend als Schaden resultiert. Und jetzt denkt er sich wohl, okay, ist mir jetzt einfach zu doof hier. IS-7 ist jetzt auch zerstört. Torte fährt da den längeren Weg ab über die 8er, 9er Linie. IS-7 pinkt natürlich erwartungsgemäß nochmal mehr, weil er hat ja hinten auf seinem Busch gestanden als Heavy. Da ist es ja natürlich klar, dass er snipen darf. Wenn es die anderen aber machen und die Mitte abdecken, dann wird viel gepinkt. Also für 0207 1967. Ja, vielleicht ein bisschen entspannter in Zukunft sein. Locker durch die Hose atmen, ist die Devise. Der Jagdpanzer da mal wieder offen. Bekommt jetzt auch da den Hit. Und zerstört zumindest mal keinen Gegner. Keinen von seinem Team. Das ist sehr wichtig. Würde mich aber mal interessieren, wo denn der Jagdtiger und das Objekt mittlerweile ist. So, jetzt. Ah, er verschießt. Der ist ärgerlich, der hätte belohnt werden dürfen, aber jetzt kommt er drauf. Ja, nochmal weiter, komm, mach weiter, mach weiter. Ah, jetzt muss er aufpassen. Nochmal ein Hit. Oh, jetzt hat er nicht mehr viel. Mit dem nächsten könnte er weg sein, aber nicht so leicht. Jetzt vorne drauf. Nein, geht nicht durch. Er schießt schon Premium. Aber
Ah, der Blindschutz funktioniert da leider nicht. Die Torte kann er mit dem Objekt nicht unterstützen, aber der Vorteil von der Torte ist, dass er da mit einem Hit den wegmachen kann. So, jetzt auf den Jagdtiger. Aha, Jagdpanzer macht den M4A1 weg. Torte mittlerweile sich dem Objekt entledigt. Aber hat auch nur noch 400 Hitpoints. Also, ja, da sieht man mal wieder, so eine Bunkertaktik von den TDs kann ab und an durchaus aufgehen. Weil da den Gegner kommen zu lassen, ist natürlich ab und an sehr angenehm. Auf der anderen Seite, ich hätte es nicht anders gemacht. 7000 Schaden hat er auf jeden Fall schon. Sehr, sehr, sehr ordentlich. Und nun hat er sich mal aus seiner Komfortzone dem Kloster mal wegbewegt. Jetzt hat er aber auch noch beide TDs gegen sich, weil die Tortoise da leider das Zeitliche gesegnet hat. Da, jagt er. Nein! Das wäre es halt gewesen. Na? Ah, der ist... Und... Oh, jetzt wird's eng. Gott sei Dank hat er da nur 445 mit der Kanone Schaden. Also deswegen da natürlich kein One-Shot. Der zweite kettet ihn und er prallt ab. Jetzt muss er aber den sicher verwandeln. Genau da, perfekt. Ja. Der ist jetzt... Jetzt ist es ein faires, ehrliches One-on-One. Jetzt hat er natürlich den Vorteil, dass er hier mobiler ist und von mehreren Seiten zuschlagen kann. Der Jagdpanzer sitzt da oben jetzt eventuell und wartet auf der Dinge. Da ist es jetzt auch immer fraglich. Nimmt man jetzt das Heft selbst in die Hand an der Jagdpanzerstelle und fahrt irgendwo auf Verdacht ihm entgegen? Oder bleibt man oben und hofft, dass er auf der Seite hochkommt, wo man gerade hinguckt? Alles nicht so leicht. So, jetzt hat er es gleich und fährt da mal. Fährt er jetzt hoch? Ja, er deckt ihn auf. Und er macht ihn weg. Sehr schönes Match. Nur 4 Kills, aber 9034 Schaden gemacht. Ja, aller Ehren wert. Er hat es auf jeden Fall fürs Team nach Hause geholt. Und hat mir sehr gut gefallen. Hat sein Kloster lange Zeit beschützt. Und danach ist er dann ausgeschwärmt. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr wisst, ein Daumen oder ein Kommentar ist immer gern gesehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.